Die Anforderungen hinsichtlich der Qualität, sprich der Aushaltung der oder des Rohstoffes Buche, den wir hier bei der Firma Pollmeyer verwenden, geht Hand in Hand mit der Produktion. Das bedeutet also, die Aushaltungskriterien der Firma Pollmeyer sind immer produktionsorientiert. Sprich, ich achte vor Ort darauf, ob das Holz auf der einen Seite den Qualitätsanforderungen des Holzkörpers an sich gerecht wird und auch aber der Verwendungsfähigkeit des Holzes im Werk dann. Es gibt bestimmte Längen, gerade in dem schwächeren Buchenholz, was wir maßgeblich für die Baubuche verwenden, die auch eingehalten werden müssen. Dies gilt genauso für Mindestdurchmesser, sprich Mindestzopfdurchmesser oder auch Maximaldurchmesser, beispielsweise am Stammfuß. Die Nasslagerung betreibt die Firma Pollmeyer aufgrund dessen, um sich über einen längeren Zeitraum zu bevorraten. Und aufgrund der Art der Lagerung, sprich der Nasslagerung, ist es möglich, Holz über einen längeren Zeitraum einzulagern, ohne dass es technisch entwertet wird. Sprich, durch eine ständige Bewässerung und eine hohe Holzfeuchte ist es Insekten und auch Pilzen nicht möglich, sich im Holz anzusiedeln. Ja, beispielsweise wird extrem trockenes Holz, was schon lange ausgetrocknet ist, nicht mehr von Pilzen und Insekten befallen. Gleiches gilt aber auch für sehr, sehr nasses Holz, was dann genauso wenig befallen wird und uns den Vorteil bietet, es längerfristig einlagern zu können. Wir beziehen unsere Stämme irgendwo aus dem Radius von 150 bis 200 Kilometer. Die werden dann angeliefert, entweder direkt verarbeitet oder von unserem Nasslager entnommen. Die werden dann in Kochbecken gelegt, dort auf Temperatur gebracht, um dann im späteren Schälprozess ein sauberes Ergebnis an Oberflächen zu bekommen. Die Rinde, die verwerten wir thermisch. Die Energie wird benötigt für die Produktionsprozesse. Was dann noch an Restholz im Schälprozess entsteht, wird wiederum zu Hackschnitzeln verarbeitet. Was an Kapprollenbruch entsteht, wird dann noch als Rohmaterial für Holzkohle verwendet. Und man kann sagen, dass so nichts von dem eingesetzten Material verschwendet oder entsorgt wird, sondern alles wirklich weiter verwertet wird. Ja. Anschließend werden die Stämme entrindet, auf Standardlängen gekappt und zu einem Hochleistungsschäler geführt. Auf dem Hochleistungsschäler wird ein Buchenstamm innerhalb von wenigen Sekunden zu einem langen Furnierstreifen verwandelt. Man muss sich das vorstellen wie beim Bleistiftspitzen. Der Stamm rotiert gegen ein stehendes Messer und es bleibt lediglich ein Anschälverlust und eine Restrolle übrig. Alles andere wird in Sekundenschnelle zu einem langen Furnierstreifen. Dann wird der Furnier erzeugt mit einer Stärke von 3,6 mm, wird dann in der Breite nochmal geklippt, abgestapelt und diese Furniere haben wir dann irgendwo Feuchten zwischen 30 bis 70-80%. Und die werden dann noch technisch getrocknet über einen Bandtrockner und dann noch optisch sortiert auf Decklagen und Mittellagen. Ja, und dann gibt es unterschiedliche Produkte, die wir herstellen. Und da bedienen wir uns unserem Furnierlager. Also die Furniere werden entsprechend dem Fertigungsrezept aus dem Furnierlager entnommen. Die getrockneten Buchenholzfurniere wiederum werden anschließend durch einen Leimvorhang gefahren. Es kommt ein Phenolharzkleber herauf und diese beleimten Furniere werden dann in einem zweistufigen Verfahren zu einer Endlosplatte gelegt.
Zunächst werden die Furniere übereinander geschichtet, abgetreppt übereinander geschichtet, und diese abgetreppten Furnierstapel, diese Bücher, werden dann so nahtlos aneinander geschichtet, dass sich ein endlos Strang Furnierschichtholzplatte ergibt. Dieser Endlosstrang wird in eine Presse verfahren und wird unter hohem Druck von ca. 3 Newton pro Quadratmillimeter und bei Temperaturen um die 100 Grad zu einem Endlosstrang von Nierschichtholzplatte verbacken. Die Furnierschichtholzplatte, die Baubucheplatte, das ist der Grundwerkstoff, der wird zu weiteren Furnierschichtholzwerkstoffen weiterverarbeitet, beispielsweise zum Baubucheträger. Dazu wird die Platte in Streifen geschnitten, in Lamellen. Die Lamellen werden geschliffen, durchlaufen ein zweites Mal einen Verklebevorgang. Es wird ein Klebstoff aufgetragen, die Lamellen werden geschichtet und ähnlich wie beim Brettschichtholz zu großformatigen Trägern verklebt. Und der fertige Träger wird dann auch nochmal geschliffen und dann entsprechend der Kundenvorgaben abgelenkt und kommissioniert, verpackt und dann zu unseren Kunden weltweit geliefert. Ja.